Moin Moin, hier ist Christian von The Maltet. Ich grüße euch. Ja, heute lade ich euch zu einem Whisky Tag 2024 ein, denn der Harald vom Kanal Literatur und Whisky hat dazu aufgerufen und hat uns so eine Art Challenge bereitet mit 5 Fragen, die er beantworten sollte. Und das habe ich allerdings schon in der Vinylszene schon mal gemacht und das waren allerdings, glaube ich, über 20 Fragen. Es war etwas umfangreicher und ich bin froh, dass es diesmal nur 5 Fragen sind. Da kann man die etwas intensiver beantworten. Und dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Und zwar, was liebe ich am Whisky? Und da haben einige schon diverse Beiträge geliefert. Und ich könnte mich jetzt eigentlich nur wiederholen. Und deswegen mache ich es so ein bisschen, ich sag's mal, pantomimisch ohne Worte. Ja, also, was liebe ich so am Whisky? Erstmal so die wertige Aufmachung, was ich zweimal nicht aufbewahre, wenn es dann sich die Flasche dem Ende neigt, ich aber doch sehr wertschätze. Dann natürlich die Aromenvielfalt, die outstanding ist. Ich komme normalerweise oder ursprünglich vom Wein und da war eine Aromenvielfalt gerade bei Rotwein auch immer sehr angesagt. Allerdings, was man hier mit den verschiedenen Arten von Gerste und natürlich auch den verschiedenen Arten von Hefe erreichen kann und auch wie man das Gerstenmalz dann dart, ob mit oder ohne Rauch und welche Aromen man in den Spirit in den New Make reinbekommt und dann später durch verschiedene Fässer, verschiedene Holzarten, dann für weitere Aromen im Whisky sorgt, das ist wirklich outstanding. Das ist ganz große Kunst. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Kunst und sich über Whisky auszutauschen, über den Whisky Bar, das Aquavitae, die ganzen Informationen, die man über die einzelnen Destillerien hat und das Land, wenn man das schon mal bereist hat. Das sind alles so tolle Sachen. Das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Und deswegen dachte ich, ich zeige es einfach, was ich am Whisky so liebe. Und es ist der Whisky. Tja. Und die Art und Weise des Genusses des Whiskys, das ist für mich auch ganz wichtig, dass man sich zurücklehnt, Zeit nimmt und dass man ihn wirklich genießt. Das soll die Beantwortung der ersten Frage gewesen sein. Und kommen wir zur zweiten Frage und das war, nenne deine 3 Insel-Whiskys. Und das ist natürlich mega schwer. Und Entschuldigung, wenn man sich auf die Insel vorbereitet, dann geht es meistens immer sehr schnell zu, man muss ein paar Sachen packen und deswegen habe ich einfach ins Regal gegriffen und mal geschaut, was ich jetzt so in der Eile zusammengeklaubt habe. Und der erste Whisky, den ich auf die Insel nehme, ist der Laphroaig 18. Das ist die alte Fassung, den gibt es jetzt neu wieder. Und dieser hier war mit 48% abgefüllt, reifte 18 Jahre im Ex-Bourbon-Fass. Ist gefärbt leider. Das ist bei Laphroaig leider öfters der Fall. Steht hinten auch mit drauf.
Ja, und dieser 18-Jährige, der wurde zwischendurch aus dem Programm genommen. Da gibt es das übliche Booklet dazu. Und ich fand ihn immer schon toll. Ich mochte es, weil der nicht so ganz so extrem rauchig war wie die anderen Lafroix. Und ich stelle mal hier hin. Und weil er so eine richtig schöne, fruchtige und karamellige Süße hat. Und diese Süße zusammen mit diesem Rauch geben wirklich schönes Aromen-Potpourri. Ja, Lafroig 18 als ersten Whisky auf die Insel. Als zweiten Whisky nehme ich auch was Rauchiges. Und zwar den Whisky aus meiner Lieblingsreihe Longrow Red. Longrow ist quasi von Springbank der rauchige Whisky. Und diese Longrow Reds, die reifen immer noch nach im entweder Rotweinfass, meistens im Rotweinfass. Allerdings gibt es auch Portweinfassreifung. Dieser hier durfte 11 Jahre im Bourbon Barrel liegen. Und danach kam er für 4 weitere Jahre in das Pinot Noir Cask. Und wurde mit 51,4% abgefüllt. Und es gibt eine nicht genannte, doch hier steht es, 9400 Flaschen gibt es von dieser Auflage. Das soll auch Fassstärke sein mit 51,4%. At cask range are available. Ja, okay. Ja, und diese Reihe gibt es schon seit Jahren und wird leider immer teurer. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir eine Flasche für die Insel gönnen. Und als dritte würde ich dann natürlich meinen heißgeliebten Highland Park mitnehmen. Und da habe ich jetzt stellvertretend einfach den 18-Jährigen gegriffen, und zwar in der alten Fassung. Das ist der Viking Pride. Den gibt es auch als Travel Edition mit 46% statt 43%. Und ich glaube, dann ist die Flasche auch schwarz. Und der heißt dann Dark Viking Pride. Ja. Lasse ich hier einfach auch mal stehen. Das ist also meine Lieblingsdestille, meine absolute Lieblingsdestille, Highland Park. Wird sie auch eigentlich immer bleiben. Und finde ich wirklich gut. Also da kann ich auch nicht viel zu sagen. Highland Park passt für mich immer. Diese Mischung aus Bourbon-fass gereiften Whiskys und Sherry-fass gereiften Whiskys, sondern mit der ganz leichten, dezenten, zarten Rauchigkeit. Also für mich ist es der Whisky schlechthin. Ja. So, dann stelle ich es mal so ein bisschen zur Seite, weil es kommt noch einiges mehr. Kommen wir nämlich zur dritten Frage. Und die dritte Frage war, was war der bisher beste Whisky, den du je getrunken hast in deinem Leben? Ich hoffe, dass er noch kommt, denn der Weg ist das Ziel. Aber ich kann mal so sagen, es waren einige Whiskys, die mich auf dem Weg hin begleitet haben, die ich schon sehr gut fand. Und zwar hat mich der Belvini damals Portwood, 21 Jahre, mit 40% abgefüllt, wirklich dazu gebracht, regelmäßig Whisky zu trinken. Belvini war so der erste oder die erste Stille, die mich so fasziniert hat. Damals auf der Hochzeitsreise im Jahre 2000 in Wien, da habe ich zumal die ersten Belvini-Flaschen gesehen und fand es sehr interessant, die Aufmachung und auch so, wie die Tubes aufgemacht waren. Und da hatte ich mir schon mal einen gekauft und den hatte ich probiert und fand den sehr schön. Und das ist vielleicht heute nicht mehr der Whisky, den ich als erstes aus dem Regal packen würde, aber der hat mich eben dazu gebracht, überhaupt Whisky für mich zu entdecken. Und deswegen ist er für mich einer der besten Whiskys, die ich mein Leben getrunken habe, weil er mich doch beeinflusst hat. Dann kam ich zu McKellen, damals noch erschwinglich. Hier der 12-jährige Sherry Oak, der 43% abgefüllt ist. Das ist nämlich die amerikanische Variante und das ist nämlich auch nicht 0,7, sondern 0,75.
Und den fand ich damals schon immer lecker, als es den noch wirklich günstig zu kaufen gab. Jetzt ist Mikkel natürlich wirklich zum Teil unerschwinglich geworden. Problematisch. Naja. Ja, ich muss jetzt hier mal einfach mal vorbauen. Gucken wir, wie wir es nachher dann machen. Und dann habe ich noch einen Whisky, der auch, finde ich, zu den leckersten überhaupt gehört. Und das ist der Glengoyne Teapot Dram. Die Geschichte dazu muss ich jetzt nicht groß erwähnen, die kennt jeder. Damals haben die Arbeiter regelmäßig Drams bekommen und die Älteren, die haben das sag- und klaglos einverleibt. Und die Jüngeren haben das in so einen kupfernen Teapot reingeschüttet. Und daraus haben die dann die anderen Arbeiter sich dann abends nochmal bedient. Und das ist sehr intensiv. Der reifte in First Oloroso Sherry Casks und wurde jetzt hier auch mit 59,9% abgefüllt. Ist ohne Altersangabe, ist ein Non-Age-Statement-Whisky. Und ja, ist aber so intensiv, so dunkelfruchtig, so toll, dass ich den sogar noch einen Ticken besser finde als den 25-Jährigen, der hinter mir steht, der auch schon richtig toll ist. Aber das ist für mich also mein absoluter Liebling von Glengoyne und hat mich auch eigentlich weiter bestärkt, Whisky zu trinken. Ja, das Tal der Wildgänse, Glengoyne. Dann will ich hier mal so ein bisschen was runterbauen, denn ich muss ja noch ein bisschen Platz haben, um die anderen Sachen vorzustellen. Und deswegen werde ich schon mal ein paar hier wegbauen. Dann kommt nämlich die nächste Frage, das ist die Frage 4. Und die Frage 4 ist: Was war der schrecklichste Whisky, den du je getrunken hast in deinem Leben? Und da muss ich sagen, es waren bisher ja einige, die mich nicht überzeugt haben. Ob es jetzt die schrecklichsten waren, weiß ich nicht. Aber was mich überhaupt nicht überzeugt hat, war bisher deutsche Whiskys. Muss ich wirklich sagen. Ich habe meinen ersten deutschen Whisky getrunken. Das war ein Sliers. Und das war damals, da hatten die die ersten, ja, so 3- bis 4-Jährigen rausgebracht. Und den fand ich schrecklich. Den fand ich wirklich nicht gut. Nachher habe ich dann einen von Glen Ells gehabt, jetzt Ellsburn. Den, glaube ich, den Journey oder so, den fand ich auch nicht nachvollziehbar und auch nicht für mich wirklich lecker. Dann habe ich St. Kilian probiert, war auch nicht so mal mein Ding. Ja, und dann ging das so weiter. Nee, deutsche Whiskys haben mich im Allgemeinen noch nicht so wirklich, ja, da bin ich noch nicht angekommen. Vielleicht wird das noch, aber bis jetzt ist so das, sind das die Whiskys, die ich so gar nicht mag. Muss ich mal so sagen. Tja. Gut, dann kommen wir schon zu Frage 5. Und Frage 5 war: Was hast du noch für weitere Leidenschaften außer der Leidenschaft Whisky? Ja, dass ich natürlich Musik ganz gut finde, das sieht man auf meinem Kanal. Ich habe ja auch schon, wie gesagt, am Vinyltech 2024 teilgenommen. Ich habe immer mal wieder Musikthemen. Allerdings, was habe ich noch für Hobbys? Ja, ich bin so ein kleiner Sammler und ich sammle zum Beispiel auch Comics. Und ich finde so Comics, ja, zum Beispiel hier dieses Biopic über Johnny Cash, das fand ich total klasse. Und also die Zeichnungen so in Schwarz-Weiß gehalten sind auch wirklich wunderschön. Und das sind so Sachen, die ich wirklich toll finde, Comics. Dann hier so das Altes von Hans Kresse, der hat so einen Indianerzyklus gemacht. Die Herren des Donners ist der erste Band und dann geht es im Carlsen Verlag erschienen, dann geht es noch weiter. Natürlich den Comic, den jeder kennt als Whisky-Trinker, das ist Tim und Struppi, Schwarze Insel, wo auch natürlich der Loch Lomond vorgestellt wird. Und es ist wirklich, ich mag auch diese Zeichnung, diese Linie Claire oder wie die heißt, von RG. Also nicht toll. Dann gibt es so ein paar auch Erwachsenencomics, die ich auch toll finde,
von Sepehri aus dem Duna-Zyklus. Das ist hier Creatura. Ja, Science Fiction mit so ein bisschen Nackerten. Auch ganz lustig. Dann so amerikanische Comics aus den 90ern, so Grunge-Zeit. Hate, ins Deutsche übersetzt, leck mich. Und ja, sehr abgefahren und sehr coole Storys. Fand ich damals auch wirklich sehr cool und sehr sammlungswürdig. Und dann natürlich auch so, auch mal vielleicht so ein bisschen schwerere Sachen. So ein Graphic Novels, jetzt hier Macbeth, der schottische König. Ja, sind auch mal Sachen, die man natürlich auch vielleicht schon als Theaterstück gesehen hat. Und die hier nochmal in Wort und Bild verewigt worden sind. Und die finde ich dann auch sehr schön. Ja. Eine weitere Leidenschaft von mir sind Messer. Messer. Ja, meine Frau ist schon mal völlig genervt, wenn ich mir ein neues Messer kaufe. Das sind so kleine Sachen wie so ein Real Steel Taschenmesser. Und die ist immer so völlig... Oh, er hat sich noch ein Messer gekauft. Dann gibt es natürlich so Sachen, so wie zum Beispiel hier Spyderco. Einhandöffner. Auch richtig cool. Vor allen Dingen auch wieder einhändig zu verschließen. Also 42A-konform. Dann gibt es natürlich das Bundeswehr-Taschenmesser, was mir damals gute Dienste geleistet hat. Von Victorinox. Hab natürlich auch bestimmt 50, 60 Victorinox-Messer. Dann gibt es immer die Leute, die mich kennen, dann natürlich auch so kleine Geschenke. Und das fand ich sehr schön. Das ist vom lieben Whisky-Wikinger. Das hat er selber dann von jemandem auf dem Markt gekauft. Und das ist ein richtig schöner kleiner Stachel mit Horngriff. Sehr wertig gemacht. Sehr, 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 sehr hochwertig. In der Lederscheide. Alles selbst gemacht. Alles handmade. Wirklich toll. Und dann gibt es natürlich auch so größere Sachen wie diese Schönheit. Das ist das schwedische Pilotenmesser, was an die schwedischen Piloten ausgegeben wird. Das Felniven F1, ein Überlebensmesser. Wirklich sehr unscheinbar, aber wirklich schön. Und natürlich, womit habe ich angefangen damals, als ich geangelt habe, mit Martini-Messern aus Finnland. Und das sind solche Sachen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen brachialer. In Bowie-Form, da hat man natürlich sonst die schlanken Filetiermesser von Martini, die kennt man auch. Und die sind sehr scharf, die sind allerdings auch sehr scharf. Ja, Comics und Messer, weitere Leidenschaften. Musik, auch weitere Leidenschaft zu dem ganzen anderen Gedöns, dem, was man so um sich hat. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, es konnte euch so ein bisschen unterhalten. Ich möchte jetzt eigentlich niemanden mehr nominieren. Doch, ich könnte den Eila Björn nominieren. Also du bist getaggt, Eila Björn. Den könnte ich auch noch nominieren. Ich weiß nämlich nicht, wer alles schon nominiert ist. Ich glaube, der Whisky Dog ist schon nominiert. Und andere Leute wurden auch schon nominiert. Also deswegen, ich nominiere jetzt einfach den Eila Björn weiter. Dann habe ich einen getaggt. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.